Ach, wir hatten hier einen Rekorder, ja. Told you that your father was killed in an accident. I told my parents he was too young to be a father and ran off. Lies. The truth is that you have no father. I know how insane that sounds. I almost don't believe it myself. I had to lie about you all my life and about Dahlia, your third sister. I'm almost at the end of the tape. Where did I put that second tape? Oh. Nicht, das ist vom Baumhaus. Ja, natürlich ist es vom Baumhaus. Jetzt wie in üblichen Horrorfilmen, irgendeiner pustet mein Feuerzeug aus. Oh. Hi. Dahlia, schätze ich. Ich kann mich erinnern, dass David und Martha Mutter immer nach der Laudius-Familie gefragt, nachdem sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr. Ich kann mich auch noch erinnern, als ich die ganze Zeit gähne. No. Ich kann mich auch noch erinnern, dass Großvater zum Anwesen der Laudius ging. Er war sehr wütend, aber als wir noch klein waren, spielten wir immer bei der Laudius-Familie. Da ist Ton auf einmal weg. Die Laudius-Familie kam vorbei, um uns zu gratulieren. Wie haben Sie so schnell von der Geburt erfahren? Die Schwangerschaft hat Sie wenig überrascht, als Elisabeth selbst überrascht war. Ich wünschte, wir müssten Sie nicht so oft sehen. Sie sagten, dass Sie die Krankenhauskosten übernehmen und sogar ein Spielzimmer einrichten würden. Sie sagten immer wieder, dass wir Teil Ihrer Familie sind und Sie Kinder lieben. Ich hasse Sie. Okay. Das ist schon ziemlich seltsam. Es ist noch nicht schwer genug. Setz dich drauf. Es wurde festgenagelt. Ja, mit dem Hammer können wir nix. Eine Matjeschka. Bist du Wurfpfeil? Maus. Propeller. Und auf Wiedersehen. Eine Glühbirne. Segel, wo ist ein Schiff hier? Ach da. Ein kleines Bötchen. Die Muschel.
Hier kann ich momentan nichts tun. Boah, wenn dieses Gähnen mal aufhören könnte. Warte, dafür muss ich wieder ins Haus. Ah ne, nicht nach oben. Dahin. Dahin. Und ins Bad. Noch ein Brief. Wow, Mutter war wirklich sehr jung, als sie schwanger wurde. Kein Wunder, dass sie keiner Menschenseele davon erzählen wollte. Ich hätte auch große Angst gehabt. Ich werde durch diesen Brief endlich erfahren, wer mein Vater ist. Unsere Tochter ist schwanger. Das ist wohl der Grund, warum sie sich in letzter Zeit so verändert hat. Sie muss fürchterliche Angst haben. Sie ist sehr jung, aber vielleicht ist das gut. Aber wer ist der Vater? Was ist das? Lösemittel. Wofür brauchen wir das jetzt wieder? Was müssen wir lösen? Nö, aber das war's. Ey! Mutter ist zu klein. So, Puppi, hilf mir mal wieder. Okay. Und die Blätter sind wieder da. Du sollst nicht zurückgehen. Du sollst das nehmen. Noch ein Schädel. Ich weiß zwar nicht, wofür ich die brauche, aber egal. Friedhof der Kuscheltiere. Ohne einen Korkenzieher komme ich hier nicht weiter.
ist immer noch nicht schwer genug. Ich sag's doch, setz dich oben drauf. Ein Gewicht! Meine Großeltern fanden meine Mutter bewusstlos im Keller. Kurz darauf erfuhren sie von der Schwangerschaft. Das gefällt mir überhaupt nicht. Am liebsten würde ich diesen Brief nicht lesen. Seitdem Charles Elisabeth den Anhänger gegeben hat, spielt sie nur noch im Keller. Martha sagt, dass ich mir viel zu viele Gedanken mache, aber mir passt es nicht. Der Anhänger sieht sehr alt und wertvoll aus und Elisabeth liebt ihn abgöttisch. Ich spreche sogar stundenlang mit ihm, würde ihn am liebsten zurückbringen, aber Martha sagt, dass das die Nachbarn verärgern würde. Sie hat natürlich recht, es ist nur ein Anhänger. Sie haben uns immer geholfen. Ach, sieh mal an. Der zweite Teil muss hier irgendwo liegen. Tada! Was ist das? Pink, komm mal, brauchst du eine magnetisierte Fall, Korken, ein Glas mit Wasser. Wir haben keinen Kleber oder irgendwas. Können die etwas zum Schmelzen bringen? Warum? Besteht er aus Wachs oder irgendwie so? Der Griff fehlt, warte. Klebstoff. Ja, ich habe keinen Klebstoff. Angelschnur. Das Fleck sieht sehr seltsam und fast lebendig. Ich muss das mit dem Wasserhahn verbinden, bevor ich ihn aufdrehe. Keine Ahnung. Thank you.
Hast du hierhin? Ja. Aber vorhin warst du noch voll und jetzt ist sie leer? Hä? Euch irgendwie ein Schlauch oder irgendwas? Okay, nichts, was ich hier habe. Na, so. Weiter zurück, okay. Glaube ich weniger, dass das funktionieren wird. Feueremblem. Hier? Ja, natürlich. Voll machen, bitte. Szene 3. Wenn doch bloß meine Großmutter diesen Brief gefunden hätte, bedeutet das etwa, dass David diesen Friedhof auch gefunden hat? Warum hat er niemandem davon erzählt? Seltsam, dass er einen Herzinfarkt erlitt, bevor er sich mit Charles Laudius treffen konnte. Mart hat diesen blöden Elefanten zerbrochen und ich habe ihre Briefe weggenommen. Ich komme mir nicht blöd vor. Ich werde ihr die Briefe sofort morgen früh zurückgeben und mich bei ihr entschuldigen. Aber als erstes werde ich Charles Laudius mitteilen, dass wir ausziehen. Ich habe etwas Schreckliches entdeckt.
Sieh mal nach! Mit dem Auge. Da steckt ja was Metallenes drin. Vielleicht kann ich mit irgendwas aufbrechen. Wo blinkt es? Da. Schaufel, warte mal. Klappt das? Nö. Eine Glühbirne. Da ist ja ein Licht aufgegangen, Gargoyle. Ein Kreuz. Ein Grabstein ist mutvoll. Was soll ich denn da unten? Warte mal, Hammer. Diese dumm. Ich weiß gar nicht, wofür wir diese Schädel brauchen. Laudius and Sons. Das Haus wurde von Laudius' Familie gebaut, aber aus welchem Grund haben sie das Haus auf einem Friedhof gebaut? Das ist doch verrückt. Warum würde jemand so etwas machen? Wie war das nun mit Friedhof der Kuscheltiere? Der Grabstein ist im Rufen. Ich will aber wissen, was das hier ist. Kann ich da was dranhängen? Hm. Wow. Ah ne, warte mal. Korkenzieher. Hier unten hat sich eine gesoffen, oder wie? Oder warum finden wir einen Korkenzieher hier unten? Also das haben wir. Wir brauchen ein Glas auf Wasser. Ich spreche momentan eindeutig zu viel Englisch. Glas mit Wasser. Und wir brauchen Klebstoff. Also auch noch eine Nadel. Warte mal, haben wir eine Nadel? Nö. Hier kann ich momentan nichts tun. Ach, da ist auch noch ein Schädel drin. Können wir das schon mal hier unten platzieren? Ja, ich weiß, wie es geht. Danke. Uns fehlen trotzdem noch ein paar Sachen. Poppy, mach mal schneller, bitte. Ah, warte, Kleber, ja. Danke. Es war Fugenkleber, aber wen interessiert's?
Und vorher konnten wir das Buch nicht rausziehen, oder was? Oh, Leute. Ach so, jetzt können wir in, Dings, auf dem Friedhof das lesen. Hier. Bewerfen euch mit Büchern. Dies sieht nach einer Fortsetzung eines anderen Textes aus. Zu guter Letzt... Stimme, was ist los mit dir? Sekunde. Zu guter Letzt gehen zwei nach links und gehen dann durch die rechte Tür. Was? Okay. Gehen zwei nach links und dann durch die rechte Tür. Okay, wenn ihr meint... Immobilienmakler. Was hat der denn hier unten zu suchen? Immobilienmakler. Ist das nicht ein Wort? Ich wollte nicht in seinen Geldbeutel stöbern. Deswegen kenne ich seinen Namen nicht. Er wurde als Makler beauftragt. Kurz nachdem wir nicht den Zahlungen für unser Haus in Zahlungsverzug gerieten. Eindeutigerweise konnte er das Haus nicht verkaufen. Er hat etwas Rotes an sich. Aha. Ich glaube, dass dies Baumwurzeln sind. Wirklich. Ich glaube, dass dies Baumwurzeln sind. Was soll es denn sonst sein? Okay, dann sag mir bitte, was ich hier unten soll. Ach, da kann ich auch hin. Es ist so dunkel, ich kann nicht sehen. Ich muss diese Kerze anzünden. Okay. Da fehlt ein Auge. Deswegen schleppen wir die ganze Zeit das Auge mit uns rum. Ein Schlüssel. Truhenschlüssel. Wo war nur zur Truhe? Die Stadt wurde streng gemeißelt. Sehen sehr alt aus. Was ist das mit dem mittelalterlichen Europa? Eine Frau soll man irgendwie entfernen. Nein. Langsam gehen mir Dinge aus. Raus hier. Du mich auch raus hier. Rufe eine... Warte mal. Es war beabsichtigt, dass das Haus auf dem Friedhof steht. Wo haben wir eine zur Truhe? Ach, warte mal. Glühbirne. Erscheint in Ordnung, aber es gibt keine Stromverbindung. Ja, ich habe immer noch keine Dings gefunden. Ach so, warte mal. Zur Truhe. Wir haben doch noch die hier. Die Kiste. Keine Truhe für mich, aber... Ein Sieb. Wo müssen wir denn was sieben? Ach so, ja, ja. Ich dachte, das hätten wir jetzt schon getan. Nein. Wir haben 7 von 7 Totenschädeln. Wofür wir sie auch immer brauchen. Da war eine Tür.
Also, warte mal. Totenschädel. Ah, aber... die Reihenfolge gefunden wäre. Wenn der Tod drauf in die richtige Reihenfolge besteht, würde ich dann in dieser Position bleiben. Okay. Okay, wie soll das funktionieren? Ja, lacht ihr mal. Wie soll das jetzt bitte funktionieren hier? Das soll mir mal einer erklären. Puppi, mach schneller. Ich möchte dich damit beauftragen. Mal ausnahmsweise, ja? Bitte schneller, Puppi. Hier, nimm Bücher. Wir haben ja nur ein Buch. Psst. Klingt schon fast, als ob die Stimme näher kommt. Na komm, Puppi. Ein bisschen noch. Gut, ich warte nur aufs Wetter gerade gucken. Okay. Links, links, rechts, rechts, links. Okay. Links, links, rechts, rechts. Rechts, links. Links, links, fuck. Links, links, rechts, rechts. Ach, fuck. Links, links. Rechts, rechts, links, links, rechts. Eine Gruft. Eine Familiengruft.